aufgeführt werden sollte in Frankfurt, eine ganz heftige Kontroverse ausgelöst hat und heftige Reaktionen. Ich begrüße ganz besonders natürlich Peter Menne, den Referenten des heutigen Abends, der uns das alles darstellen wird. Die Aufführungsgeschichte natürlich am Beginn und dann vor allen Dingen zu der Frage, ob in dem Stück vor allem die Figur der reiche Jude ein Zeichen, ein Symbol ist für Antisemitismus. Das war also der Hauptangriffspunkt. Und wir werden heute Abend eine Stückanalyse sozusagen bekommen von Peter Menne, in einer natürlich abgekürzten, einem so kurzen Abend dann entsprechenden Form. Und Sie werden genügend Zeit auch zur Diskussion haben. Und es wird natürlich auch die öffentliche Rezeption des Stückes damals, die öffentliche Debatte, versucht zumindest exemplarisch hier darzustellen. Es ist eine Veranstaltung der Kunstgesellschaft. Wir danken dem Club Voltaire, dass wir hier zu Gast sein dürfen und vor allen Dingen, dass wir heute ausnahmsweise auch mal die Kneipe benutzen können, weil es eben so viele Interessierte gibt und das finden wir sehr gut. Wer nachher noch uns sozusagen unterstützenderweise, weil es eigentlich für die, die oben waren, einen kleinen Obolus gab, uns dann den geben möchte oder eine Art Spende, das ist natürlich, wird gerne entgegengenommen von denen, die noch kommen oder schon hier waren. Bitte, Heiner. Ja, ich wollte Ihnen einen besonderen Gast vorstellen, der damals im Wesentlichen dieser ganzen Auseinandersetzung um das Fassbinderstück gearbeitet hat. Das ist der Karl-Heinz Braun. Ja, ich danke dir. Der war damals der Dramaturg beim Besucherverlag im Theaterbereich. Und hat mit dem Verlag der Autoren gegründet. Also sehr bekannt mit der Theaterarbeit auch in städtischen Bühnen. Also er hat das ganz unmittelbar miterlebt und auch dafür gesorgt, dass in der Tat die Aufführung überhaupt stattfinden konnte. Ja, schönen Dank, Heiner, für die Ergänzung. Ich hoffe, dass Karl-Heinz Braun nachher in der Diskussion auch etwas dazu beiträgt, wie es damals eigentlich im Verlag gesehen wurde und was eigentlich dann von Verlagsseite her an Konsequenzen eventuell gezogen wurden. Gut, jetzt hat Peter erstmal das Wort. Bitte. Ja, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu Fassbinders, der Müll, die Stadt und der Tod. Ein antisemitisches Stück. Und ich freue mich ja doch sehr, dass ihr hier so zahlreich gekommen seid, das Theater auf ein so großes Interesse stößt, dass wir eben tatsächlich von dem gemütlich heimeligen, engen Raum oben nach hier unten auswandern durften. Ja, die Frage ist... Entschuldigen Sie bitte, aber ich kenne Sie nicht. Könnten Sie sich vielleicht auch mal vorstellen? Sie meinen zur Person? Ja, genau. Ja. Sie heißen weiß ich jetzt, aber ansonsten gut. Ja. Weiß ich nicht, warum Sie den Vortrag halten, wieso, weshalb. Das werden wir ja im Verlauf des Vortrags hoffentlich merken, aber gut, also zu deiner Person. Gut, zu meiner Person, Bürgerrechtler. Ich hatte vor Jahren eine Magisterarbeit zu dem Thema geschrieben und da sehr viel Material gesammelt. Ansonsten im Club Voltaire aktiv, in der Giordano-Bruno-Stiftung, also ein engagierter, säkularer Humanist. Und in der Kunstgesellschaft aktiv. Gut, richtig, ganz wichtig. Also es gibt sozusagen viele Felder. Ich fotografiere auch noch. Die nächste Ausstellung kommt bestimmt. Und was haben wir sonst noch? In der Unternehmensberatung arbeite ich auch noch. Von irgendwas muss man ja auch noch leben. Das heißt, es gibt viele Facetten. Und die eine Facette ist die, weswegen wir halt heute hier sind. Das ist ja das Stück, das wohl einen der größten Theaterskandale in Nachkriegsdeutschland verursacht hat. Ein antisemitisches Hetzstück hat es ein Teil der Kritiker genannt. Zwei Frankfurter Intendanten versuchten, der Müll, die Stadt und der Tod aufzuführen und verloren daraufhin ihren Job. Ulrich Schwab plante die Aufführung für den 30. August 1984 vor der Alten Oper und Günter Rühle, ehemaliger Fatz-Feuilletonist und im April frisch berufener Intendant des Frankfurter Schauspiels, plante die Premiere für den 31. Oktober 1985. Die Bühne wurde besetzt von vor allem Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, die Aufführung abgebrochen
Und am 4. November 1985 gab es dann eine sogenannte Wiederholungsprobe vor rund 130 Kritikern und Mitarbeitern des Schauspiels. In Los Angeles wurde das Stück Ende Februar 1997 aufgeführt, unter der Regie von Frédérique Michel, künstlerische Leiterin des Areses Ensemble in Santa Monica, Jüdin und Tochter eines Holocaust-Überlebenden. Soweit die Extrempunkte der öffentlichen Rezeption. Dazwischen liegt beispielsweise die Aussage des Kopenhagener Oberrabbiners Bernd Melchior anlässlich der Inszenierung in Kopenhagen im November 1987. Er meinte, das Stück fördere den Antisemitismus nicht. Der Müll, die Stadt und der Tod wurde oft an kleineren Bühnen aufgeführt. Eine dieser kleineren Bühnen war ganz verwundert über den Ansturm ausländischer Journalisten, nämlich das New Yorker NoHo Theater. Keine Broadway-Bühne, eher Off-Off-Off-Broadway. Dort war am 16. April 1987 Premiere und das Theater mit 40 Zuschauern brechend voll. Von diesen 40 Zuschauern waren, so der FATS-Kritiker, rund 20 deutsche Journalisten. FATS-Korrespondent Jörg van Uthmann schreibt, Zitat, bekanntlich hat Fassbinder verfügt, der Müll dürfe nur in Frankfurt, Paris oder New York uraufgeführt werden. Und er befürchtet, weiteres Zitat, eine wahre Lawine von Folgeinszenierungen. Die Lawine ist bisher ausgeblieben. Aber die Geschichte um das Testament, diese testamentarische Verfügung, gehört zu den vielen Legenden, die sich rund um das Stück und die Aufführungsgeschichte ranken. Denn da wurde viel behauptet, teils Widersinniges behauptet, teils offensichtliche Hirngespinste, wie etwa in dem grotesken Aufsatz eines Psychoanalytikers, der dann seine Interpretation auch noch behutsam nennt. Aber die wildesten Blüten der Literaturkritik, vielleicht kommen wir im Anschluss im Rahmen der Diskussion nochmal darauf, denn das ist nicht abendfüllend, das ist Tage- oder Wochenfüllend. Aber die Behauptung, Fassbinder hätte testamentarisch verfügt, dass eben nur in Frankfurt, Paris oder New York uraufgeführt werden dürfe, das ist, wie gesagt, eine Legende. Denn der Müll wurde zu Fassbinders Lebzeiten uraufgeführt, mit Wissen des Verlags, mit Einverständnis des Autors, am 22. Januar 1979 in Bochum. Angekündigt im Bochumer Anzeiger und angesichts des späteren Aufhebens der Kritikerschar im New Yorker Kleinstheater ist es fast schon lustig oder passt in die Reihe der Absurditäten. Die einzige Kritik der Welturaufführung, die ich gefunden habe, steht in den Ruhrnachrichten. 24. Januar 1979 im Lokalteil. Ich kann das einfach mal durch die Reihen spazieren lassen, wer drauf schauen möchte. Wiedersehen macht Freude, aber es hat schon etwas sehr Lustiges, dass dieser große Skandal so klein, so überschaubar begonnen hatte. Eine so verworrene Ausgangslage reizt dann eben doch zu genauerem Blick auf das Stück. Worum geht es da? Was kommt auf die Bühne? Also als ganzes Ensemble, nicht nur einzelne Figuren. Da fällt zunächst der Handlungsort auf. Denn fast durchgängig spielt der Müll, die Stadt und der Tod im Rotlichtmilieu. Im Zentrum stehen Huren, ihre Kunden und ein Zuhälter. Dazu kommen die Eltern der einen Hure, wobei der Vater als Transvestit im Varieté arbeitet und mit seiner Tochter geschlafen hat. Man könnte das Personal aber auch anders sortieren, oder zumindest die Männer. Denn von den 7 Frauen sind 5 Huren, eine Varieté-Sängerin und eben die Mutter einer der Huren. Unter den 12 Männern finden sich 2 Immobiliendeveloper, der Sohn eines dritten Developers, 2 Assistenten von dem ersten Developer, der Polizeipräsident und ein weiterer hoher Polizeioffizier, also 7-mal die Oberschicht,
wenn wir die Assistenten da einfach mal mit einrechnen. Auf der anderen Seite die Unterschicht. Ein Zuhälter, dann Roma B.'s Vater, der wie gesagt als Transvestit arbeitet. Weiter ein, Zitat, türkischer Straßenkehrer. Und noch zwei weitere Freier, Achfeld und Jim. Wobei Jim seine wirtschaftliche Situation so beschreibt, Zitat, ich komme gerade über die Runden und samstags leiste ich mir zwei Weiber. Noch eine Sortierung wäre möglich. Unter den Figuren ist ein Jude, mindestens zwei Nazis und eine Frau, die Marx und Lenin liest. Fassbinder nennt die Figur der reiche Jude. Später hat der Verlag das geändert in A, genannt der reiche Jude. Diese Namensgebung war der Stein des Anstoßes. Mancher Kritiker nannte das die, Zitat, kürzestmögliche Form des Antisemitismus. Genau das, diesen Vorwurf des Antisemitismus gegen das Stück, das wollen wir heute Abend untersuchen. Doch die Berufsverteilung habe ich nicht umsonst vorgestellt, denn Fassbinder präsentiert uns hier eine komplette Stadt, eine eigenwillig verzerrte Stadt. 11 Szenen sind es insgesamt. 4 Szenen zeigen Huren an ihrem Arbeitsplatz, und zwar je 2 bei der Akquisition auf der Straße und beim Bedienen von Kunden, nämlich des reichen Juden in Szene 4 und Hans von Glucks in Szene 10. 4 weitere Szenen thematisieren das Verhältnis der Hure Roma B. zu ihrem Zuhälter Franz. In Szene 2 wütet er über ihren mangelnden Umsatz und in Szene 5 kann er ihren unerwarteten Erfolg nicht fassen, verprügelt sie auch dann, als sie ihm das Geld abliefert. Dazu kommt das Werben der Freier in Romas und Franz' Wohnung und dann Franz' Trennung von Roma. 2 Szenen beleuchten die Eltern von Roma B. In Szene 6 streiten Vater und Mutter Müller über den Werdegang ihrer Tochter, während er sich, Zitat Szenenanweisung, für seinen täglichen Auftritt als Transvestit zurechtmacht. In der anderen Szene steht Müller an seinem Arbeitsplatz. Er singt im Varieté und unterhält die Gäste anschließend mit Smalltalk. Die letzte, 11. Szene ist deutlich umfangreicher als alle vorhergehenden. In ihr wechselt der Ort 3-mal. Zunächst eine Lederkneipe, in der alle sind. Zitat Szenenanweisung, in Lederkostümen mit Orden und anderem Firlefanz. Offenbar eine Sadomaso-Kneipe, denn in der nächsten Szenenanweisung heißt es, Zitat, sie halten ihre Ketten und Peitschen bereit. Es kommt zu heftigem Tumult und der Ort wandelt sich dann zur Kathedrale. Zuletzt, Zitat, findet der Umbau auf das Zimmer des Polizeipräsidenten statt. Damit spielt das Stück praktisch durchgehend im Rotlichtmilieu. Und damit, wäre meine These, ist sie das Porträt einer modernen Stadtgesellschaft. Porträt und zugleich Kritik am Kapitalismus als einer Gesellschaft, in der alles zur Ware wird. Die Gesellschaft wird beschrieben als eine, in der es den Menschen schlecht geht, in der die Menschen Angst haben und kaputt gehen und in der sie dennoch funktionieren müssen. In einem langen Monolog lässt Fassbinder eine Figur das Absurde ihrer Gesellschaft reflektieren. In vielen weiteren Szenen wird die Diskrepanz zwischen Rollenerwartung und individueller Befindlichkeit teils thematisiert, teils ganz explizit ausgesprochen. Da kann man sich aber fragen, wie soll ausgerechnet das Rotlichtmilieu die Funktionsweise einer ganzen Gesellschaft spiegeln können? Ich meine, manch einer hält das ja für ganz was Unanständiges und in manchen Ländern werden wieder Strafvorschriften gegen die Prostitution gefordert. Während bei uns beispielsweise derzeit der Prostituiertenverein Doña Carmen die Anerkennung von Sexarbeit als ganz normale Beschäftigung bzw. die gewerberechtliche Freigabe von Prostitution fordert.
etwa Frankfurter Rundschau vom letzten Freitag, da war das breit berichtet. Doch so eine eher liberale Sichtweise ist recht neu. Zu Zeiten der Stückentstehung galt Rotlicht noch ganz eindeutig als unanständig, als verrucht. Frankfurts Oberbürgermeister Walter Wallmann versuchte, das Bahnhofsviertel vom Rotlicht zu säubern und die Bordelle zu verlagern. Das Sudfass wäre eines davon, kürzlich ging durch die Presse, dass es geschlossen wird. Insgesamt geht man auch heute davon aus, dass Liebe, Liebesgefühle, das Steuerungsprinzip sein sollten, das körperliche Intimitäten auslöst. Tatsächlich jedoch können auch andere Steuerungsprinzipien Intimitäten auslösen. Im Wesentlichen sind das, wie Niklas Luhmann es nennt, die Kommunikationsmedien Geld und Macht. Das erste, Geld, ist klar. Ein Partner erfüllt dem anderen gegen Geld seine sexuellen Wünsche. Steuerungsprinzip der Prostitution. Mit Macht und Gewalt demonstriert ein Partner dem anderen seine Herrschaft, seine Überlegenheit. Steuerungsprinzip der Vergewaltigung. Und mit dieser Vorüberlegung wird klar, wie Prostitution als Brennspiegel einer kapitalistischen Gesellschaft dienen kann. Wir erinnern uns mal kurz an das Wertverhältnis des guten alten Marx. Der Tauschwert bestimme im Kapitalismus zunehmend alle Beziehungen. Ich zitiere aus dem Kommunistischen Manifest: Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, die gefühllose, bare Zahlung. Und weiter, sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen, verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Meist denkt man, Marx hätte da den Kampf um Grund und Boden vor Augen. Wir erinnern uns, im Mittelalter wurden Lehen vergeben gegen Pflicht zur Treue. Wer pleite ging, konnte vielleicht hoffen, beim nächsten Kreuzzug genug einsacken zu können. Nur verkaufen durften weder der Bauer noch der Baron. Die Bürgersleute mussten lange darum kämpfen, bis auch Immobilien zum handelbaren Gut wurden. Was gehandelt werden kann, wird seither stetig erweitert. Und genau das treibt Fassbinder in seinem Drama voran. Hier ist eben auch die Sexualität, die zur ganz normalen Ware geworden ist. Wobei, ganz so neu ist der Gedanke nicht. Denn schon Marx schrieb nicht über Prostitution, sondern über die ganz normale Familie. Zitat: Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Ebenfalls Kommunistisches Manifest. Wenn nun, wie in Fassbinders Stück, alle liebesorientierten Beziehungen scheitern, wenn nur noch häusliche Beziehungen übrig bleiben, denen selbstverständlich das Gefühl fehlt, die tatsächlich Sexdienstleistungen pro Stunde sind, dann fällt das auf. Dann regt das an zum Nachdenken, wie gerecht ist so ein System denn? Ist das mit der Menschenwürde vereinbar? Ist es das, wo wir hinwollen? Wobei es hier nicht darum geht, wie moralisch oder unmoralisch die Dienstleistungen der Prostituierten sind. Mir geht es um das Grundprinzip. Ist eine Gesellschaft lebenswürdig, die auf dem Verkauf der wahre Arbeitskraft basiert? Zitat Kommunistisches Manifest: Arbeitern, die sich stückweise verkaufen müssen, eine Ware sind wie jeder andere Handelsartikel. Und ich denke, Fassbinders Sicht ist eindeutig. Seine Stadt ist kalt. Oder, wie es in der ersten Szenenanweisung heißt, auf dem Mond, weil er so unbewohnbar ist wie die Erde,
speziell die Städte. Wobei Fassbinders Stück fast schon genial Möglichkeiten zur Reflexion einbaut. Denn gezeigt werden nicht nur Huren, die sich verkaufen müssen, sondern in zwei Szenen halten die Freier bei ihrer Zigarette danach einen langen Monolog, in dem sie jeweils ihre Sicht der Gesellschaft schildern. Das heißt, sie stellen also nicht einfach das Stadtleben dar, sondern sprechen über das Stadtleben, eine neue, eine Metaebene im Stück. Was dabei deutlich wird, ist das Auseinanderfallen von menschlicher Individualität, persönlichen Qualitäten und der sozialen Rolle. Das Gesellschaftssystem fordert Einzelnen ein Handeln ab, bei dem sie sich eben nicht mehr an privaten Vorlieben orientieren können, orientieren dürfen, sondern um zu überleben, müssen sie Systemimperativen folgen, müssen funktionieren. Niklas Luhmann beschreibt Marktwirtschaft nicht mit dem kritischen Impetus von Marx. Aber in seiner Beschreibung formuliert er genau diese Differenz noch ein Stückchen krasser. Denn Wirtschaftssysteme bestehen nach dem Systemtheoretiker daraus, dass sie, Zitat, aufgrund von Kommunikationen Handlungen bestimmen und zurechnen. Weder die Ressourcen, um die es geht, noch die psychischen Zustände der beteiligten Personen sind danach Elemente oder Bestandteile des Systems. Sie sind Momente der Umwelt des Systems. Wirtschaft der Gesellschaft. Da heißt es weiter, es geht eben nicht mehr um, Zitat, Merkmale als Arbeiter, Bürger, Hausfrau, Neger, Schauspieler, Henker, sondern alles Zurückweisen von Interesse wegen ihrer Eigenmerkmale, an so jemanden verkaufe ich nicht, gilt als wirtschaftlich irrationales Verhalten. Warum so ein Ausflug in soziologische Theorie? Weil genau das in Der Müll, die Stadt und der Tod formuliert wird. Oskar von Leiden, Sohn des dritten Developers, spricht es aus. Zitat, mein Vater hat geschäftliche Beziehungen auch zum Juden und der Jude zu ihm. Sie müssen beide über ihren Schatten springen. Also Gleichgültigkeit des Wirtschaftssystems gegen alle persönlichen Eigenheiten. Mehr noch, Gleichgültigkeit auch gegen Vorurteile, gegen Antipathien, außer der, Zitat, einen gewissenlosen Handelsfreiheit, wie Marx es nannte, darf nichts eine Rolle spielen, auch nicht die existenzielle Erfahrung des Holocausts. Das Tauschwertprinzip verlangt hier einfach Exklusivität. Genau diese Diskrepanz zwischen individuellen, persönlichen Wünschen, Neigungen und Vorlieben und den Systemimperativen beschreibt der reiche Jude. In seinem Monolog bei der Zigarette danach sagt er, Zitat, ich kaufe alte Häuser in dieser Stadt, reiße sie ab, baue neue, die verkaufe ich gut. Die Stadt schützt mich, das muss sie. Zudem bin ich Jude. Der Polizeipräsident ist mein Freund, was man so Freund nennt. Der Bürgermeister lädt mich gern ein, auf die Stadtverordneten kann ich zählen. Gewiss, keiner schätzt das besonders, was er da zulässt. Aber der Plan ist nicht meiner. Der war da, ehe ich kam. Es muss mir egal sein, ob Kinder weinen, ob alte, gebrechliche leiden. Es muss mir egal sein. Ich glaube an Gott, aber an die Gerechtigkeit zwischen den Mauern? Soll meine Seele gerade stehen für die Beschlüsse anderer, die ich nur ausführe mit dem Profit, den ich brauche, um mir das leisten zu können, was ich brauche. Was brauche ich? Brauche. Seltsam. Wenn man ein Wort ganz oft sagt, verliert es den Sinn, den es ohnehin nur zufällig hat. Die Stadt braucht den skrupellosen Geschäftsmann, der ihr ermöglicht, sich zu verändern. Sie hat ihn gefälligst zu schützen. Ist das schon Angst?
wenn man sich nach dem Schutz fragt, noch bevor die Gefahr Zeichen gibt. Als Individuum hat der reiche Jude Angst, auch vor dem Neid der anderen, denn, Zitat, seine Geschäfte gehen zu gut. Mit der Angst beginnt auch sein Monolog. Aber als Marktteilnehmer unterdrückt er Gefühle, die duldet das System nicht. Als Marktteilnehmer funktioniert er, agiert systemkonform und ist innerhalb der Elite vernetzt. Wie persönlich die Bindungen da sind, wird beim Polizeipräsidenten deutlich. Was man so Freund nennt. Also auch eine rein systemische Beziehung, der Kontakt Amtsträger, Unternehmer, das ist wichtig, nicht die menschlichen Personen. Wenn Luhmann schreibt, der Mensch ist kein System, sondern gehört zur Umwelt des Gesellschaftssystems, dann führt Fassbinder hier das Paradebeispiel dazu vor. Und der reiche Jude ist, wie gesagt, nicht der einzige Immobiliendeveloper. Sein Konkurrent Hans von Gluck freit Huren genauso regelmäßig, ist der dritte Freier in der ersten Szene, nachdem Roma dann zur Schickeria-Dame geworden ist, leistet er sich selbstverständlich ihre Dienste. Sein Monolog fällt komplett anders aus. Fassbinder zeigt, wie gleichgültig Individualität im System ist, wie gleichgültig das System gegenüber seinen Agenten ist. Hans von Gluck betreibt genau denselben Job, nur mit weniger Erfolg. Zitat 10. Szene. Er saugt uns aus, der Jud. Trinkt unser Blut und setzt uns ins Unrecht, weil er Jud ist und wir die Schuld tragen. Ich grüble und zerre an meinen Nerven und sterbe eigentlich aus. Und es sticht auf der linken Seite. Ist es das Herz, frage ich mich, oder die Gallenblase? Und Schuld hat der Jud, weil er uns schuldig macht, denn er ist da. Wäre er geblieben, wo er herkam, oder hätten sie ihn vergast? Ich könnte heute besser schlafen. Sie haben vergessen, ihn zu vergasen. Das ist kein Witz, so denkt es in mir. Er ist immer einen Schritt schneller, lässt den anderen nichts als Almosen. Die schlechten Objekte, die sich als unrentabel entlarven. Deine Zeit ist um, flüstert es in mir. Und ich fasse mir das 100. Mal ans Herz und verfluche dieses System, das mich krank macht, das mich verletzt, wo es mich findet. Und kann einer fliehen mit Immobilien im Gepäck? Sie locken dich mit ihren Sirenengesängen zurück, deine Grundstücke und deine Häuser zurück, um dich zu quälen und zu verletzen. Und einer lacht sich ins Fäustchen und hat dich schon aufgekauft, noch ehe du ans Verkaufen dachtest. Und hat die Banken auf seiner Seite und die Mächtigen dieser Stadt. Der Jud versteht sich auf sein Gewerbe. Angst scheint ihm fremd. Der Tod kann ihn nicht schrecken, das Handy auch nicht. Ihn, der kein Leben hat. Der Monolog klingt so ein wenig durcheinander. Kein Wunder. Fassbinder liefert hier eine Montage, in der Hans von Gluck einerseits sein Geschäft beschreibt, das gleiche wie der reiche Jude, nur schlechter durchgeführt, erfolgloser. Zugleich schwingt dieser Developer eine projektive, hasserfüllte Nazi-Tirade. Wie kommt die an? Als Identifikationsfigur? Oder als Widerling? Wie beispielsweise der SS-Doktor in Rolf Hochhuths Stellvertreter. Nazis gibt es, leider, in der Wirklichkeit. Damit gehören sie eigentlich selbstverständlich auch auf die Bühne. Nur wie? Als abschreckendes Ekel oder als Vorbild? Die Frage ist, wie steht der Autor zu seiner Figur? Für meinen Geschmack zeichnet Fassbinder hier einen ziemlich abstoßenden Hypochonder. Eine Reihe antisemitischer Stereotypen wird dokumentiert, wobei die Vampir-Metapher saugt unser Blut aus, auch auf die Nazi-Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital anspielt. Dass das ausgerechnet von einem Spekulanten geäußert wird, macht es besonders grotesk. Das Projektive wird ganz klar deutlich gemacht,
denn Hans von Gluck verflucht dieses System, das mich krank macht, denkt aber keine Sekunde an Systemveränderungen. Stattdessen sucht er einen Schuldigen, einen Sündenbock. Dabei korrespondiert das Widerliche seiner Gedankenwelt mit der hasserfüllten Art und mit dem Wirren, wie er sie äußert. Die Figur ist einfach abstoßend. Aber der Monolog bietet noch mehr. Wer Antisemitismusdebatten verfolgt, hat sicher schon mal den Begriff Schuldabwehr-Antisemitismus gehört. Dazu möchte ich kurz Hendrik M. Broder zitieren. Denn der zitiert genau die gleiche zentrale Stelle. Und Schuld hat er Jud, weil er uns schuldig macht, denn er ist da. Wäre er geblieben, wo er herkam, oder hätten sie ihn vergast, ich könnte heute besser schlafen. Sie haben vergessen, ihn zu vergasen. Das ist kein Witz, so denkt es in mir. Und dazu Broder, Zitat, diese Worte sind einfach genial. Kein Vorurteilsforscher hat das dumpfe Grollen in den Untiefen der antisemitischen Seele besser analysiert, ein Ressentiment zutreffender beschrieben, das den Juden die Schuld am Hass gegen sie gibt, einfach weil sie da sind. Die Wut der Täter auf die überlebenden Opfer, deren Existenz eine schmerzliche Erinnerung und eine unerträgliche Provokation zugleich ist, legt die Grundlage für einen Antisemitismus wegen Auschwitz. Zitiert aus Fassbinder war kein Antisemit, Erinnerungen an den Fassbinder Theaterskandal im Jahre 1985, erschienen in der Taz vom Juni 92. Dass in einer so kalten Stadt, die eben der von Fassbinder, Schuldige gesucht werden, verwundert nicht. Und wenn Schuldige gesucht werden, dann hat es im christlichen Kulturkreis sehr oft die Juden getroffen. Ich sehe das Stück als eines Überantisemitismus. Fassbinder sucht die Entstehungsbedingungen von vorurteilsbesetzter Verfolgung einer Minderheit. Die Erklärung, die er anbietet, ist die Kombination aus marktwirtschaftlichem Konkurrenzmodell und den manipulativen Projektionsmechanismen, die da gut gedeihen. Das ist also eine Aussage über ein soziales System, über einen sozialen Zusammenhang. Um so einen Zusammenhang auf die Bühne zu bringen, braucht es natürlich die Teilnehmer. Das heißt, es braucht einen Juden, es braucht einen Antisemiten. Fassbinders Judenfigur könnte man nun wegen aller möglichen Handlungen kritisieren. Denn der reiche Jude arbeitet ja ganz systemkonform, ganz legal marktwirtschaftlich. Aber daran hat der Nazi Gluck nichts auszusetzen. Das Geschäft betreibt er ja selber, nur nicht so erfolgreich. Also kritisiert er den Konkurrenten mit etwas völlig Sachfremdem, mit dessen Religionszugehörigkeit. Und da haben wir die Struktur des Vorurteils. Keine argumentative Kritik mehr, sondern blindes Suchen und dann genauso blindes Verdammen eines Schuldigen. Wie der Autor zu der Nazi-Tirade steht, habe ich gerade skizziert. Ein bescheuerter Hypochonder, abstoßend, widerlich. Wie sieht es mit den anderen Figuren aus? Wie steht der Autor zu ihnen? Wer könnte vielleicht eine positive Identifikationsfigur abgeben? Dazu erst ein Blick auf Roma B.'s Vater, den Alt-Nazi Müller, dann auf den reichen Juden. Das Ehepaar Müller tritt in der sechsten Szene auf. In der Szenenanweisung heißt es, am Ende des Lieds nur Roma B. sowie Herr und Frau Müller auf der Bühne. Herr Müller macht sich für seinen täglichen Auftritt als Transvestit zurecht. Frau Müller sitzt im Rollstuhl. Und da streiten die Eheleute Müller über ihre Tochter, die wohl gerade einen Suizidversuch überlebt hat. Ihre Ehe ist bestenfalls wirtschaftliche Zweckehe, der Streit eskaliert. Frau Müller, Zitat, für einen Scherz, und wäre er noch so mager, würdest du dich verkaufen. Herr Müller,
ich verkaufe mich doch schon für viel weniger. Ja, das ist richtig. Frau Müller wirft ihrem Gatten mangelnde Selbstachtung vor. Der greift die moralisch gemeinte Wertlosigkeit auf und wendet sie ins Materielle. Müller, wenn es dir zu wenig ist, bitte, ich werde dir nicht im Wege stehen. Aber nimm deine Tochter mit, bitte. Falls du sie vergisst, schmeiße ich sie aus dem Fenster. Frau Müller, du bist roh und stürzt dich von einem Extrem ins nächste. Das Angebot, die Zweckehe zu verlassen, kann Luise Müller nur ausschlagen. Sie hat einfach keine finanziell besser gepolsterten Alternativen. Also gibt sie ihrem Mann ihren dunkelroten Lippenstift, erinnert ihn an sein Butterbrot. In der achten Szene tritt Herr Müller dann auf, singt »Davon geht die Welt nicht unter« und Fassbinders Szenenanweisung hält ganz ausdrücklich fest, Zitat, »Es ist eine eher mittelmäßige Parodie auf Zara Leander.« Auch der Transvestit Müller ist knapp bei Kasse. An verschiedenen Stellen wird das fehlende Geld ausdrücklich betont. In der Schlussszene, kurz bevor Roma B. sich endgültig aus dem Leben verabschieden will, bekennt Müller dann, Roma, Zitat, hast du ihm, gemeint dem reichen Juden, denn so wehgetan? Müller, er glaubt, ich hätte Schuld am Tod seiner Eltern. Roma, und ist das die Wahrheit? Müller, ich habe mich um den Einzelnen, den ich tötete, nicht gekümmert. Ich war kein Individualist. Ich bin Technokrat. Aber es ist möglich, dass ich der Mörder seiner Eltern bin und ich wäre es gern. Also bin ich's. Roma, du trägst die Last und bist fröhlich dabei. Müller, es ist keine Last, der Mörder von Juden zu sein, wenn man die Überzeugungen hat, die ich habe. Also ein immer noch Nazi, der unverbesserlich zu seiner barbarischen Ideologie steht und der als Karikatur auf die Bühne kommt. Müller ist überzeugter Nazi, arbeitet aber nicht beispielsweise im Sicherheitspersonal oder als martialischer Türsteher. Nein, er lebt von Verkleidung. In seinem Weltbild kann das nur für Unzucht und Rassenschande stehen. Wieder erzwingt das System ein Auseinanderfallen von privaten Überzeugungen und systemkonformen Handeln. Aber bei einer so krass widersprüchlichen Form macht sich der Autor über diese Figur einfach nur lustig. Wobei, dass der Nazi sich verkleidet, kann man auch symbolisch deuten. Denn gar zu viele Nazis haben den 8. Mai als Kapitulation, nicht als Befreiung erlebt. Und sich dann in der jungen Bundesrepublik als gute Christen, als lustige Burschen verkleidet, unerkannt. Die Kontinuität in den Führungsetagen war ja gerade Thema der APO Ende der 60er, beziehungsweise ansatzweise begann die Aufarbeitung da von solcher Kontinuität. Wenn man sich also von einer ganz konkreten Textbetrachtung löst, kann man hier diese Problemlage Verkleidung entdecken. Bleibt zum Schluss die Figur, die die anderen als Projektionsfläche brauchen. Die Figur, die keinen Namen hat, nur über die Etikettierung reicher Jude erkannt wird. Auf den ersten Blick lebt der reiche Jude genauso wie der Rest der Gesellschaft. Er liebt die Huren, wobei er dabei ein solcher Workaholic ist, dass er die Herzensdame nicht mal selber aussucht. Sondern in der ersten Szene schickt er seinen Assistenten. Wir hören mal kurz in den Umgangston im Milieu, der ist reichlich derb. Der erste Freier Achfeld fängt mit einem Abzählreim an. Ene mene mi, ich ficke dich ins Knie. Ene mene mu, das Loch hast du. Es ist Miss Violet, sie steht auf und geht mit Achfeld ab. Dann folgt der kleine Prinz. Zitat. Tja, mein Chef, dieser reiche Jude, die meisten von Ihnen kennen ihn ja, will, und zwar in einer halben Stunde, eine mit dicken Brüsten, das sind seine Worte. Nicht Titten, hat er gesagt,
Oder Memmen? Nein, Brüste. Der reiche Jude fällt also schon durch seine Wortwahl auf. Statt verächtlichem Slang nutzt er normale Ausdrücke. Respektvolles Benehmen auch in der dritten Szene. Zuvor macht sich Freier Jim über die kranke Roma B. lustig. Denn sie erleidet da gerade einen heftigen Hustenanfall. Aber statt nur einen Funken Mitgefühl zu zeigen, spottet Jim, Zitat, der kluge Mensch disqualifiziert sich selbst. In so einer Gesellschaft fällt dann schon auf, wenn der reiche Jude kurz darauf anordnet, Zitat, gib ihr ein Taschentuch, Zwerg, dass sie sich den Schleim aus der Fresse wischen kann. Geschäft bleibt Geschäft. Aber während die anderen Freier über die Huren spotten, sich mit Abzählversen über sie lustig machen, fällt die höflich respektvolle Sprache da aus dem Rahmen. Die Beziehung zwischen dem reichen Juden und Roma B. wächst. Wobei es auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches wäre, wenn sich ein Freier in seine Hure verliebt. Das Geschäft liegt ja einseitig bei der Dienstleistenden. Im Rahmen dieser Stückgesellschaft fällt aber schon auf, dass überhaupt jemand liebesfähig ist, lieben will und lieben kann. Weiter fällt auf, dass Roma B. die Liebe wohl erwidert. Denn von ihren Kolleginnen wird sie ausgestoßen. Zitat, Roma B., ich verachte niemanden mehr. Ich habe auch aufgehört, den Mann zu verachten. Miss Violet, das ist es. Sie verachtet den Mann nicht mehr. Haben Sie vergessen, es ist eine der Spielregeln, den Mann zu verachten, der für die Liebe bezahlt. Roma, es ist keine Liebe, wo Verachtung ist. Fräulein Emma von Waldenstein, das ist eben falsch. Nur wo Verachtung ist, hat die Liebe ein Recht. Roma, dann wäre die Welt ja voller Liebe. Warum ist sie es nicht? Roma wird von ihren Kolleginnen ausgegrenzt. Ihr Mann und Zuhälter hat sie schon verlassen. Sie ist isoliert und entscheidet verzweifelt, Zitat, ich will dieses Leben nicht mehr leben, Gott. Doch alleine schafft sie es nicht mal zum Suizid, bittet drei Männer um Sterbehilfe. Die Dialoge sind weiter grotesk. Die Stadtbewohner ohne jedes Mitgefühl. Zitat, Roma, ja, ich bin einsam. Jim, sehen Sie, das sind wir alle. Roma, töten Sie mich. Jim, ich habe keinen Grund zu töten. Es gibt Gründe genug. Mag sein, aber ich singe. Das fordert genug. Das ist alles. Und Jim geht ab. Klarsichtig erkennen die Bewohner ihre Situation. Einsamkeit. Aber in der verharrt Jim. Sein Job fordere genug, Zeit für eine Lebensmüde, sowas hat man nicht. Und der nächste Passant steigert das noch. Graus Peter, was wollen Sie denn? Roma, sterben. Graus Peter, für diesen Luxus ist mir meine Zeit zu schade. Guten Tag. Und geht ab. Also eine reichlich ungemütliche Ausgangssituation. Von Hilfsangeboten spricht in dieser Stadt schon niemand mehr. Suizid interessiert nicht und Sterbehilfe ist Luxus. Wieder fällt der reiche Jude aus dem Rahmen. Zitat, der reiche Jude, ich habe gespürt, dass Sie mich brauchen. Ich bin da. Roma, ich habe versagt. Sprechen Sie nicht. Dann lassen die beiden ihr Verhältnis mal so im Schnelldurchlauf Revue passieren. Der reiche Jude, wir haben nie Musik gehört zusammen. Können Sie sich erinnern? Roma, ich kenne mich aus. Musik hätte uns täuschen können. Der reiche Jude, und wer hätte das Bedürfnis gehabt, getäuscht zu werden? Roma, wir alle. Wir brauchen die Lieder, die von Liebe singen. Der reiche Jude, Sie sind verzweifelt. Ich denke, an dem Dialog wird deutlich,
dass sich zwischen den beiden doch deutlich mehr als ein reines Sexarbeitsverhältnis entwickelt hatte, was trotzdem nicht in diese Gesellschaft passt. Verzweifelt depressiv bleibt Roma entschlossen zu sterben. Alleine schafft sie es nicht. Ein paar weitere Auszüge. Roma, vielleicht sind es abermals Sie, den ich brauche. Der reiche Jude, Sie haben sich bereits Gedanken gemacht. Roma, ja, ich will sterben. Aber ich habe nicht die Kraft, es zu tun. Der reiche Jude, und auf die Frage, habe ich Gründe, würden Sie antworten? Roma, ich könnte sagen, ich weiß zu viel, jetzt, wo ich rede. Aber das würde Ihnen wohl nicht genügen. Der reiche Jude, nein, das würde mir nicht genügen. Ich tue es für Sie. Roma, danke. Ich bin müde und gehe jetzt zur Ruhe. Wir beide wissen, das ist wenig, aber es ist das Einzige. Lassen Sie mich nicht länger warten. Der reiche Jude nimmt seine Krawatte und erwürgt Roma B. Sie erstickt lautlos. Der reiche Jude geht ab. Der kleine Prinz geht auf die Knie. Oh mein Gott, ich danke dir. Er hat sie getötet. Er hat sich selbst disqualifiziert. Es ist klar, er hat sie geliebt. Wer liebt, der hat seine Rechte verspielt. Damit habe ich zum Schluss schon den nächsten Stadtbewohner zitiert. Wer es wieder ausspricht, Liebe passt nicht zu der Gesellschaft, in der der Tauschwert absolut herrschen will. Nichts neben sich duldet, insbesondere keine menschliche Regung. Nur kurz zurück zum Dialog. Roma sucht ihren Sterbehelfer, für die anderen ein überflüssiger Luxus. Nur der reiche Jude sagt, ich tue es für Sie. Sterbehilfediskussionen laufen jetzt ja gerade an. Ich erinnere da nur an die Diskussion in Belgien über Sterbehilfe für Kinder. Das war im Februar groß in der Presse. Als das Stück 1975, 76 erschienen ist, gab es das nicht. Da gab es bestenfalls den Strafrechtsparagraphen Tötung auf Verlangen. Aus der ganzen Handlung wird deutlich, der reiche Jude ist als einziger zu einer nicht eigennützigen Handlung bereit. Wo bei den anderen Figuren Gefühlskälte geradezu brachial vorgeführt wird, wird diese Figur als einzige mitfühlend gezeichnet. Und damit komme ich zum Schluss. Fassbinder schrieb ein Stück über Antisemitismus. Zu so einem Stück braucht es eine antisemitische Figur. Und diese braucht eine Projektionsfläche. Ganz einfach, um diesen sozialen Zusammenhang deutlich zu machen. Aber so, wie Fassbinder seine Figuren zeichnet, ist auch seine Haltung zu ihnen klar. Die Faschisten werden abstoßend gezeichnet, sind grotesk, aber an keiner Stelle sympathisch. Der reiche Jude hingegen ist die einzige mitfühlende Figur in diesem eiskalten Stadtkosmos. Dabei auch er kein Heiliger, sondern ganz klar systemkonform, im System handelnder. Aber dabei der Einzige, der sich Respekt vor seinen Mitmenschen bewahrt hat und Gefühle zulässt. Wobei spätestens im Polizeipräsidium findet dann auch er zu geschäftlich zweckrationalem Tonfall zurück. Also eine differenziert gezeichnete Figur. Im Regelfalle kommentieren Künstler ihre Kunstwerke ja nicht, aber rund um der Müll, die Stadt und der Tod war die Debatte so heftig, dass auch Fassbinder Stellung bezogen hat und mit einem Zitat aus seinem offenen Brief komme ich jetzt definitiv zum Schluss. Zitat: Und natürlich gibt es in diesem Stück auch Antisemiten. Leider gibt es sie nicht nur in dem Stück, sondern eben beispielsweise auch in Frankfurt. Ebenso natürlich geben diese Figuren, und ich finde es eigentlich überflüssig, das zu sagen, nicht die Meinung des Verfassers wieder, dessen Haltung zu Minderheiten aus seinen anderen Arbeiten eigentlich bekannt sein sollte.
Gerade einige hysterische Töne in der Diskussion um dieses Stück bestärken mich in der Angst vor einem neuen Antisemitismus, aus der heraus ich dieses Stück geschrieben habe. Fassbinder, März 1976. Und damit auf in die Diskussion. Schönen Dank.